Los Angeles, die Stadt der Engel. Für mich ist es die Stadt der schmutzigen Geheimnisse. Und man bezahlt mich dafür, diesen Schmutz unter die Lupe zu nehmen. Ich bin ein Privatdetektiv. Mein Name ist Philip Marlowe. Wie privat sind Ihre Ermittlungen genau, Mr. Marlowe? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte, dass Sie jemanden für mich finden, mein Geliebter. Er ist verschwunden. Hatte er etwas zu verbergen? Haben wir das nicht alle? Was genau will meine Tochter? Meine Mutter ist eine Schauspielerin. Wahrscheinlich denkt sie, dass da etwas zwischen uns ist. Wie ich höre, sind Sie auf der Suche nach jemandem. Ich zahle Ihnen einen Tausender, um den Einsatz zu versüßen. Ein Puzzle besteht aus vielen Teilen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie finden werden. Ich werde den Kaninchenbau runterstürzen und ich werde Sie mitreißen. Was mir gefällt, ist, dass Sie keine Angst zu haben scheinen. Obwohl Sie Gründe hätten. Sie alle sind Teil der Verschwörung. Sie werden weiter suchen, weil sie nicht aufhören können. Die Polizei wird Ihnen nicht helfen können. Von allen Leuten in Los Angeles, mit denen man sich nicht anlegen sollte, stehen die ganz oben auf der Liste. Der Schlüssel zu Hollywood liegt darin, zu wissen, wann das Spiel vorbei ist. Wir gehen da rein und kommen lebend wieder raus. Und ich stelle mir die Frage, wer gewinnt, Mr. Marlowe? Ich werde alles dafür tun, um euch hinter Gitter zu bringen. Wir alle haben unsere Geheimnisse, Mr. Marlowe. Und Ihre Geheimnisse? Die müssen Sie auch für sich behalten.